ja. Habe ich nicht recht, Dr. House. Wie war das? Tut mir leid, mehrdeutig habe ich nicht mehr zugehört. Egal, wir redeten gerade über Roswell, richtig? Ich glaube wirklich, dass die Regierung etwas vertuscht. Da waren Aliens und es gibt überall Beweise dafür, aber wir sollen es einfach nicht wissen. Genug. Probieren wir es mal mit dem nächsten Bild. Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Was? Ist ein Schmetterling. Zugunglück. Empire State Building, genau. Bundeslager. Ein Tintenfleck. Kein Zweifel. Aber sehen Sie sonst noch was? Natürlich, sieht aus wie ein Tintenfleck auf einem Stück Papier. Verstehe. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Das sieht mir aus wie so eine Tiki-Maske. Ein paar Babyschnabeltiere. Sind Sie sicher? So sicher wie mein Name Doogie Hauser ist. Nun gut, das ist Ihre Entscheidung. Babyschnabeltiere. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Was zur Hölle ist das? Pixel, große fette Pixel. Pixel. Große, fette Pixel. Wirklich? Soll ich etwas zurücktreten, damit Sie das Bild besser sehen können? Nein, ich mag Pixel, wissen Sie? Ich bin ein 80er-Junge. Dann trage ich mal Pixel ein. Ich bitte darum. Gut. Große, fette Pixel. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Und wir kommen so nicht voran. Ich bin ein Profi und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Also fangen wir nochmal von vorne an. Was sehen Sie auf diesem Bild? Sehen Sie die zermatschten Schmetterlinge. Ein zermatschten Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Großartig. Sieht aus, als wird... Zermatschte Schmetterlinge. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Das hängt davon ab, wer die Bilder betrachtet. Okay, dann bin ich wohl der Typ für zermatschte Schmetterlinge. Zur Kenntnis genommen. Machen wir weiter. Was sehen Sie hier? Ein Zugunglück. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Ich erkenne ein Zugunglück, wenn ich eins sehe. Wie Sie meinen, das ist Ihre Entscheidung. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Alles zermatschte Schmetterlinge. Sehen Sie das nicht? Ich sagte Ihnen schon, das hängt ganz allein vom Betrachter ab. Wo Sie einen Schmetterling sehen, sieht jemand anders vielleicht ein brennendes Flugzeug. Und keiner von Ihnen beiden läge falsch oder richtig. Verstehen Sie? 100%. Aber ich versichere Ihnen, es ist ein zermatschter Schmetterling. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was? Wie oft im Monat werden Sie eigentlich von Tierschützern verklagt? Weil hier haben wir noch so einen zermatschten Schmetterling und so langsam fühle ich mich dabei nicht mehr wohl. Hören Sie mal zu. Wir misshandeln hier keine Schmetterlinge. Tatsächlich ist das hier nur ein Bild. Vielleicht sieht es für Sie wirklich wie ein zermatschter Schmetterling aus, aber es ist nur ein Klecks. Bitte nehmen Sie sich das nicht zu sehr zu Herzen. Okay, ich versuch's, aber ich bin einfach ein bisschen besorgt, Doktor. Ich
Ich bin ein überzeugter Schmetterlingsliebhaber, wissen Sie? Ich genau. Bin von ihm fasziniert, seit ich ein Kind war. Ich habe ganze Nachmittage damit verbracht, sie zu fangen. Dann habe ich sie mit nach Hause genommen und ihnen die Flügel ausgerissen und sie dann mit einem Feuerzeug und einer Menge Plastikfolie ausgestopft. Sie müssen also verstehen, das ist ein sehr persönliches Problem für mich. Wow. Das sind erste Anzeichen von Mordgedanken. Okay. Mordgedanken? Meinen Sie nicht, das ist etwas extrem ausgedrückt? Okay. Sehen Sie, ich wollte Sie nur etwas beeindrucken. Ich habe nie Schmetterlinge misshandelt. Das war alles Matt. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nie darüber geredet. Ich habe immer nur da gestanden und zugesehen, wie er immer neue Opfer in sein Museum des Horrors gebracht hat. Oh mein Gott, all die verstörenden Bilder von Tod und Trauer. Die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Manchmal, nachts, kann ich die Schmetterlinge immer noch schreien. Schreien! Und, wissen Sie, das macht mich ein wenig an. Genug! Schön. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo... Okay, okay. Was Sie beschreiben, ist der Droste-Effekt. Aber das ist nicht sehr häufig bei einem Rorschach-Test. Was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Und der Psychiater bin ich. Sie sind Psychiater? Okay, jetzt begreife ich, was hier vorgeht. Meine Geduld hat auch ihre Grenzen, Dr. Hauser. Okay, ich werde mich benehmen. Machen Sie weiter mit der Bildersache. Ich habe echt Spaß. Nun gut. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren... Ich bin ein Profi. Und glauben Sie... Ich glaube, also... Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Dr. Hauser. Na gut. Schön, versuchen wir es nochmal. Brennt. Wirklich? Okay, das werde ich mal... Großartig. Oder auf dem Bild. Bin ich das? Interessant. Sie sehen sich also selbst in diesem Bild. Wie auf einem Porträt. Ja, ich meine, irgendwie schon. So würde ich aussehen, wenn ich ein zerquetschter Schmetterling wäre. Okay. Nun gut. Langsam bin ich müde. Das ist eindeutig das Empire State Building. Das Empire State? Sir, bitte, können Sie die Scherze mal für einen Augenblick sein lassen? Wenn Sie hier wirklich das Empire State Building sehen, dann nehmen Sie... Schreibt einfach schlecht einen Bericht mit, nimmt den Test nicht ernst und was auch immer. So much Schmetterlinge. Schön, versuchen wir es noch mal. Das ist ein... Das Empire... Wenn Sie... Okay. Schön. Ich sehe die Wunde. Tatsächlich? Dann verfolgen Sie wohl auch die Abenteuer von Dr. Jones. Richtig? Wem? Schon gut. Wir haben hier ja einen Richt... Eine Karte von Australien. Eine Karte von... Das ist der Karte von Australien so unähnlich, wie nur irgendwas sein kann. Hören Sie zu, wenn Sie den Test nicht ernst nehmen, verschwenden wir beide hier nur Zeit. Na schön. Schön, versuchen wir es nochmal mit demselben. Ein Astronaut, der Waffeln isst. Ein Astronaut, der Waffeln isst? Yep. Mit Ahornsirup. Ahornsirup. Genau. Sehr schön, sehr schön. Macht... Wie auf dem... Weil langsam fühle ich mich... Hören Sie mal, vielleicht...
Bitte. Okay, ich nehme ihn fast mit nach Hause. Also verstanden. Es war alle immer nur. Nein. Genug. Okay, ich schreibe mir jetzt einen Bericht. Ich meine, es ist zu Ende, wenn er diesen Bericht immer schreibt. Versuchen wir es nochmal. Warum hat er dein Gehirn hinten? Ich sehe einen Affen im Anzug. So niedlich. Einen eleganten Affen, also. Gut, gut. Hey, verdrehen Sie mir nicht die Worte im Mund. Ich sagte nichts von elegant. Natürlich trägt er einen Anzug, aber wenn man näher hinsieht, bemerkt man, dass er keinerlei Eleganz besitzt. Seine Krawatte hängt schief, das Hemd ist nicht in der Hose und von der Weste wollen wir gar nicht erst reden. Die passt überhaupt nicht zum Blazer. Dieser Typ ist ein Hochstapler. Merkwürdig, ja? Vielleicht sogar lustig, aber weit weg von elegant. Na schön, ein Affe in einem Anzug. Er sieht extravagant aus, aber nicht elegant. Extravagant, nicht elegant. Okay. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Ich bin ein Profi und glauben Sie... Ich glaube, Sie leiden an einer Im... Also fangen... Okay. Schreibe jetzt den Bericht. Schön fürs... Okay. Wirklich? Groß. Den... ich meine... Oh, da hat er das nicht geschrieben. Oh. Das ist... Ja, okay, dann muss ich den ganzen Scheiß wiederholen. Oh. Irgendwelche Antworten. Schön. Eins, hier. Wir haben. Hallo, Sie. Und. Sehr. Fix, nein, nicht gut. Wie. So. Ich sehe. Sie müssen nur. So, jetzt schreibt er. Schön. Ein Pimo. Ja. Großer. Ah, das sind Hunde und sie spielen Poker. Oh mein Gott. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute das sagen. Verdammt. Und ich dachte immer, ich sei was Besonderes. Sind Sie nicht. Etwas mehr ernsthaft. Ah, jetzt schreibe den Bericht. Schön. Ich kann das. Und wir können uns. Das ist. Habe ich nicht recht. Oh. Egal, wir waren. Genug. Okay. Das ist das M. Schön. Also ich würde bei sowas richtig verkacken. Nein, gar nicht. Wir haben hier ja. Eine Karte. Hören Sie nach. Schön, versucht. Ein paar sind Sie zur Sicherung. Sehr schön. So. Wie auf dem Mund, weil langsam. Ja. Ich bin fast mit. Also, wow. Mordgedreht. Es war immer. Geld. Ich meine, ich habe es richtig gemacht. Ich und Sie sind meine Gedanken. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten. Ich bin ein Profi. Ich glaube, also fang. Will er mich verarschen, oder?
Großartig. Ich sag wem? Wir haben ihn. Alles so. Ich sagte, sie und kann 100%. Sehr schön. Wie auf dem langsam. Also, es war immer genug. Schön. Ich und sie mal nur. Wissen Sie, ich bin ein. Ich glaube, Sie leiden an einer. Also. Oh Mann. Ganz ehrlich. Das wird mir irgendwie nicht so blöd. Groß. Dann nehme ich das immer mit dem Menschen. Dann eventuell. Dann kommt. Zug und Glück. Das hat was mit Menschen zu tun. Wir haben hier. Dann der Astronaut. Yep, go. Sehr. Und dann der Psychiater. Okay, und der Sie sind meine Geduld. Okay. Nun gut. Wissen Sie, ich glaube, ich bin. Ich. Als. Oh, verdammt. Ja, okay, dann nehme ich für den Tieren mal. Groß. Poker spielen der Hunde. Schön. Den Nun gut, was ist mit diesem hier? Was ist. Ich sag dir. Wir haben. Babyschnabeltiere. Sehr schön. Ein hey, von der. Ne, er sieht. Wissen Sie, ich glaube. Ich. Als. Oh Mann. Ganz ehrlich, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich beende mal an der Stelle. Ich werde beim nächsten Aufnehmen bis dahin nochmal hinarbeiten. Weil so viel habe ich ja eh nicht gemacht. Aber naja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls dann auch ein Abo da und natürlich Sunbrows, Praise the Sun, yo und bis zum nächsten Mal. Und ich denke mal, ich gehe jetzt pennen. Also bis dann.